Leute, wie ihr seht, ich habe mich jetzt schon mal, ich bin hochgegangen, habe mich schon mal hochgegraben. Wollte jetzt nicht einfach, dass ich hier mit euch den kompletten Weg hier wieder absuchen muss. Bin einfach wieder mit langer, langer Zeit und Ausdauer habe ich hier wieder rausgefunden und jetzt bin ich oben. Guckt euch mal an, was wir hier unten erbeutet haben. Wir haben drei Smaragde, Eisenerz, Kohle. Das hat sich gelohnt, Score. Ja. Ja, kommst du mal gerade an die Kiste? Ja, ich komme an die Ah, Kiste. jetzt können wir unseren Leuten auch noch zeigen, da sind die ersten Farmen. Unser Brunnen und hier sind Farmen. Perfekt. Wenn wir schon zu Landwirten. Okay. Gute Arbeit. Und jetzt will ich gerade Ja, dem gute Score das Arbeit, noch sagt der Typ, zeigen. der drei Smaragde gefunden hat. Ich bin sehr stolz, ne? Okay, ich denke, das machen wir unten hin. Das ist schon ein bisschen wertvoller. Hier. Kommst du mal gerade in die Kiste gucken? Ja, ich komme ja. Ja, das Okay. hier haben wir erbeutet. Das Das nehme hier ich haben mal mit. wir. Nein, das nimmst du nicht. Nee, Dann das Eis das. schmelzt mal ein. Ah, die Fäden, genau. Daraus crafte ich mal gleich was. Öfen haben wir, Werkbank haben wir. Das hättest du eigentlich alles unten lassen können, weil. Nein, Ja. Spaß. So, Leder. Ich frag mich, wo wir das Leder hin haben. Ach so, du bist ja. Ah, stimmt, das war beim ersten Tod. Okay, jetzt Was habe ich ist. eigentlich eine Aufgabe erfüllt schon mal, hab da was erbeutet. Soll ich noch ein bisschen Leder besorgen? Ja, das wäre wirklich gut. Warte, ich habe hier ein Schwert zu viel. Ich habe auch ein Schwert. Ja, ey, komm. Hier, bevor deins. Hallo. Hier. Thank you. Okay, ja, es hat es jetzt gebracht mit Stufe Rot. Aber ich denke, drei Smaragde, da kann man schon was Ordentliches aus draus handeln, wenn wir mal auf Entdeckungsreise gehen. Wenn wir Ein haben, paar wenn wir haben. Diamanten oder so können wir da vielleicht kriegen. So, Naja, ich mach. die Typen sind ja sehr, sehr geizig, muss man auch sagen. Ja, das sind. NPC-Freaks da, aber so zwei, drei Diamanten, denke ich, könnten schon drin sein. Ja, das hat sich jetzt Eventuell. mal gelohnt. Aber das Beste ist ja ein NPC, NPC-Dorf, ja, klar. An so einem Dorf ist ja, dass man, also das nicht, dass man handeln kann, sondern da stehen ja in diesem komischen, ich weiß nicht, ich glaube Schmieden sind das, wo da auch ein Ofen ist und Lava. Da findet man ja Kisten und in denen, da sind richtig schnieke Sachen drin. Also, ganz ehrlich, das ist geil. Da habe ich auch vorhin in meiner Einzelspielerwelt, also da kann man, da ist die Chance, ich weiß nicht wie groß, aber ziemlich groß, sage ich jetzt einfach mal, dass man da Diamanten, also dass da Diamanten drin sind. Und wenn Okay, wir kill jetzt so die eins Kuh. finden würden, das wäre richtig. Also das würde dem Ganzen hier den Kick geben, sozusagen. Naja, die Kick hat schon beim Smaragd gebracht. Ja, schon klar, aber mit Smaragd, das ist halt das Blöde, dass es eben keine Smaragd-Rüstung gibt. Es ist halt sehr, sehr selten, wenn man sowas findet. Man freut sich halt unheimlich, das muss man zugeben. Ja, also das ist, also das will ich jetzt hier auch nicht. Nee, was ich jetzt nämlich mache, ist, dass ich hier jetzt mal aus dem Faden was mache. Also ich glaube, ein paar werden wir Ich habe jetzt auch schon behalten. mal vier Leder. Faden, Schön. okay, kannst du meinen ver. Nee, ich überlege da gerade, was ich daraus machen kann. Noch ein Ersatz, noch eine Angel, Ersatzangel, Also aus Faden kann Stolperdrähte. Faden kann man ja auch Wolle machen, aber das rendiert sich nicht. Wir haben 16, also nee, eigentlich 17 Fäden, aber wir können daraus gerade 4 Wolle machen. Das ist, Reicht also. 10 Leder? Warte mal, 10 Leder, nee, ich brauch 16. Für was brauchst du es nochmal? Jetzt brauche ich 5, ei, für Rüstung, damit wir beide einen Brustharnisch haben. 5 Den Leder machen. brauchst du nur. Also 5, nee, 5, 10, weil eins haben wir hier. Okay, ich habe 14. Die Kuh, die backte bis sie im Boden drin. Okay. Die hat mir mal Leder gegeben, die miese Kuh. Oh, okay. Aber Und die in der Steaks Kühe. bringst du auch mit, ne? Nee, die Sticks, die lasse ich jetzt hier, weißt du? So, jetzt habe ich uns auch zwei Bögen gecraftet. Die tue ich mal Okay. unten rein, weil ich glaube, wir sollten die Kisten von oben nach unten verlagern. Oder nee, komm, unten machen wir nur das Wertvollste hin. Wenn noch eine Kiste dazu kommt, die können wir ja dann reinmachen. So, jetzt habe ich hier zwei Bögen. Nee, einen Bogen, den behalte ich mal. Nee, zwei Bögen mache ich rein, weil wir haben ja noch keine Pfeile. Merke ich gerade. Scheiße. Jetzt haben wir noch nicht mal Pfeile, ne? Und das hier für einen Saftladen. So, komm jetzt mal mit einer Beute heim wieder. Wie ihr merkt, ich hole hier die ganze Zeit die Beuten, die Rohstoffe und er verplempert und verschwendet. Ne, also trotzdem, also ich bin der Rohstoffjäger und
Jäger und Sammler. Gor ist ja mehr der Architekt, der kümmert sich um die Sachen und baut und setzt seine Kreativität frei ins Spiel. Freien Lauf, ja, genau. So. Genau, freien Spiel, freien Lauf, das Gleiche. So. Jetzt glaube ich, auch gleich schon wieder rum. Lauf jetzt ins Haus und gib's im Score weiter. Bleibst du gerade da stehen? Oh, macht er hier eine Laterne? Ich weiß nicht, ob meine Laterne. Wo wir die besser aussehen? Ich jetzt gerade keine Ahnung. Hier, bitte sehr. Ja, super toll. Danke für die Hilfe. Nein, jetzt mal ehrlich, wo würden wir besser aussehen?